Ja, den Ausschnitt, den ihr gerade gesehen habt, der zeigt euch, wie es bei mir ausschaut, wenn ich nachts im Bett liege. Die Apparatur, die ihr da neben mir stehen seht, ist ein Beatmungsgerät. Und dieses Gerät pumpt Nacht für Nacht Luft in mich hinein. Über diese Maske. Ja, ihr habt ja gesehen, dass ich diese Maske auf hatte. Und die benötige ich jede Nacht zum Schlafen. Warum brauche ich diese Maske? Diese Maske sorgt dafür, dass ich nachts keine Atemaussätze habe. Ich leide an einer Krankheit, die sich Schlafapnoe nennt. Was ist Schlafapnoe? Schlafapnoe sind Atemaussetzer nachts. Ich persönlich habe pro Nacht je Stunde circa 20 Atemaussetzer mit einer Dauer von ungefähr 20 Sekunden. Um dies zu überbrücken, genau dafür ist diese Maschine da. Nun schauen wir mal, was Wikipedia dazu sagt. Schlafapnoe-Syndrom, man kann aber auch sagen Schlafapnoe-Syndrom. Ja. Das Schlafapnoe-Syndrom ist ein Beschwerdebild, das durch Atemstillstände, also die Apnoen, während des Schlafs verursacht wird und in erster Linie durch eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit bis hin zum Einschlafzwang sowie eine Reihe weiterer Symptome und Folgeerkrankungen gekennzeichnet ist. Die Atemstillstände führen zu einer verringerten Sauerstoffversorgung und zu wiederholten Aufweckreaktionen als automatische Alarmreaktion des Körpers. Die meisten Aufweckreaktionen führen aber nicht zum Aufwachen, sondern lediglich zu erhöhten Körperfunktionen, beispielsweise zu beschleunigtem Puls. Deswegen werden sie von den Betroffenen meist nicht wahrgenommen. Die Folge der Aufweckreaktionen ist ein nicht erholsamer Schlaf, was meistens zu der typischen ausgeprägten Tagesmüdigkeit führt. Es ist so, dass man es sehr lange Zeit nicht merkt, dass man an Schlafapnoe erkrankt ist. Oft ist es so, dass der Partner, der nebendran liegt, das unter Umständen mitbekommt. Manchmal geht es einher mit Schnarchen. Und meistens, wie gesagt, ist es so, dass der Partner, der nebendran liegt, mitbekommt, dass der Partner einfach nicht atmet. Und die Folgen von so einer Erkrankung sind auch nicht ohne. Ja? Also eine nicht behandelte, nicht erkannte Schlafapnoe kann zur Folge haben, ich zitiere hier wieder aus Wikipedia, als Folge einer unbekannten Schlafapnoe treten meistens weitere chronische Gesundheitsstörungen auf, und zwar Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Rechtsherzinsuffizienz, Herzinfarkte, Schlaganfälle, plötzlicher Herztod. Beschrieben sind auch Depressionen, Hirnschäden und das gehäufte Auftreten von Stresserkrankungen wie Magengeschwür, Tinnitus, Hörsturz, Diabetes mellitus, Typ 2. Das kommt natürlich einfach daher, dass die Leute, die eben Schlafapnoe haben, vor allem eine unbehandelte Schlafapnoe,
nicht ausgeschlafen sind. Mir ging es damals so, ich bin in der Früh aufgewacht und war kaputter als am Abend zuvor, wie ich ins Bett ging. Ich bin in der Früh teilweise nicht mehr richtig wach geworden. Das war wie, als wenn man aus einer Narkose erwacht. Ja? Ich habe mir total schwer getan, wirklich wach zu werden. Mein Umfeld litt auch sehr stark daran. Im Nachhinein haben mir viele Leute erzählt, dass ich oft sehr gereizt war, dass ich teilweise unerträglich war, wirklich ekelhaft auch zu anderen Menschen, was ich selber überhaupt nicht gemerkt habe und auch gar nicht so empfunden habe. Entdeckt wurde bei mir die Schlafapnoe auch nur durch Zufall. Und zwar hatte ich auf der Arbeit eine Art Kreislaufzusammenbruch. Der Notarzt, der dann dort kam, untersuchte mich zuerst auf Herzinfarkt, hat alles durchgecheckt. Man hat festgestellt, ein Herzinfarkt ist es nicht. Ich wurde daraufhin zu einem Herzspezialisten nochmal geschickt und der hat mich genau hinterfragt, wie es mir geht und alles. Und ich habe ihm alles genau erzählt. Habe ihm auch erzählt, dass ich in der Früh nicht mehr richtig wach werde, dass ich total kaputt bin, dass ich ständig nur noch schlafen könnte und so weiter. Und der hat sich das angehört und sagte zu mir, das hört sich ganz nach einer Schlafapnoe an. Und daraufhin wurde ich zu einem Lungenfacharzt geschickt. Von diesem Lungenfacharzt habe ich ein paar Gerätschaften mit nach Hause bekommen, die ich am selben Abend an mir anschließen sollte. Da kam also ein Schlauch in die Nase, ein Messgerät auf dem Finger, Blutsättigung, Sauerstoffsättigung des Blutes. Und am nächsten Morgen musste ich diese Apparatur musste über Nacht tragen und am nächsten Morgen musste ich diese Apparatur wieder zum Lungenfacharzt zurückbringen. Und das wurde dann sofort ausgewertet und schon knapp eine halbe Stunde später sagte mir der Lungenfacharzt, dass ich Schlafapnoe habe. Daraufhin kam ich ins Schlaflabor in Nürnberg-Nord Klinikum und dort wurde ich dann angeschlossen, auch über Nacht, und dann stellte man genau fest, wie lange die Atemaussätze sind und wie oft sie bei mir stattfinden. Wenn man dann mal davon ausgeht, dass ich 20-sekündige Atemaussätze habe und die ungefähr 20 Mal pro Stunde in der Nacht, so muss ich eigentlich sagen, dann sieht man, wie wenig oder wie viel Sauerstoffzufuhr dem Körper eigentlich fehlt. Und es kann wirklich, und das kann nicht nur, sondern das führt dann auf lange Zeit zur Schädigung diverser Organe. Ja. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass ich jede Nacht dieses Gerät angeschlossen habe. Ich kann also eigentlich kaum eine Nacht schlafen ohne dieses Gerät. Besser gesagt, ich schlafe immer mit diesem Gerät. Ich merke ganz genau, wenn mal was ist und ich mal auf dem Sofa einschlafe und dann zum Beispiel das Gerät nicht angeschlossen habe, dann bin ich danach wie gerädert. Und die Beeinträchtigung für mich ist immens hoch. Ich muss natürlich immer, wenn ich zum Beispiel in einem Hotel übernachte, wenn ich Bekannte besuche, wenn ich in Urlaub fahre oder sonst etwas, muss ich immer dieses Gerät mitnehmen und ich muss immer dafür Sorge tragen, dass ich auch vor Ort Strom habe, damit ich eben dieses Gerät anschließen kann. Insofern ist es für mich eigentlich fast unmöglich oder mittlerweile so gut wie unmöglich zu zelten. Das wäre gerade noch möglich auf einem Campingplatz, auf dem Strom zur Verfügung steht. So, wie gesagt, möchte ich jetzt
zu dem Grund kommen, warum ich eigentlich diese Videoaufnahme mache. Ich war früher sehr gern draußen unterwegs. Wenn es sein musste, habe ich einfach meinen Schlafsack genommen, habe mich neben das Auto gelegt und habe auch geschlafen. Am nächsten Tag aufgestanden und gut war es wieder. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, oder war zumindest nicht mehr möglich, aufgrund der Erkrankung, da ich ja draußen den Strom nicht habe. Ja? Und jetzt war ich wirklich viele Jahre, ich muss dazu sagen, ich habe diese Erkrankung, wurde entdeckt vor ungefähr 7 Jahren. Und jetzt war für mich eigentlich klar, okay, mit Zelten, Outdoor-Aufenthalten, einfach irgendwo hinlegen, schlafen und so weiter, die Zeit ist wohl vorbei. Das war es jetzt auch eigentlich ja insofern. Und ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, dass es eben nicht vorbei ist. Und ich habe mir überlegt, es muss doch irgendwas geben, Batterie, Akku und so weiter. Da ich aber selber kein Fachmann davon bin und auch nicht wirklich Leute gefunden habe, die mir da weiterhelfen konnten, war für mich das Thema eigentlich ziemlich erledigt. Bis vor ungefähr einem Jahr, da habe ich durch Zufall in einem Katalog etwas gefunden, was genau meinen Bedürfnissen entspricht. Und ihr seht jetzt hier diesen Kasten. Dieser Kasten ist nichts anderes als ein Akku, der auf verschiedene Art und Weise aufgeladen werden kann. Zum einen und zum anderen, von dem man auf verschiedene Art und Weise Strom ziehen kann. Ja, ich habe also die Möglichkeit, über 220 Volt dieses Gerät oder diesen Akku aufzuladen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diesen Akku aufzuladen, indem ich ihn zum Beispiel an einer Autobatterie oder an einem Auto in einem Auto anschließe und ihn darüber laden lasse, was allerdings länger dauert. Oder ich kann ihn zum Beispiel auch Solarzellen dran befestigen oder dran anschließen und diesen Akku mit Sonnenenergie wieder betanken. Insofern ist es eine sogenannte Insellösung. Ja? In meinem Fall, ihr seht also da vorne, wir hätten hier zum Beispiel einen Zigarettenanzünder-Adapter oder einen Anschluss für einen Zigarettenanzünder. Und hier könnte ich theoretisch sogar 220 bzw. 230 Volt Anschlüsse benutzen. Hier habe ich wiederum USB-Anschlüsse. In meinem Fall ist es so, dass es gerade bei medizinischen Geräten gut ist, weil hier alles über Elektronik gesteuert ist. Und es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, gerade für medizinische Geräte, die an der Seite, da habe ich noch einen Stecker und auch dies hier ist eine Zigarettenanzünderdose oder wie man mal sowas nennt, eine Anschlussdose, und die kann ich ganz einfach hier an der Seite einstecken. Ja, andersrum drin und geh rein. So, jetzt. Gut. Also wie gesagt, geht eigentlich ganz einfach. Manchmal stellt man sich halt ein bisschen an. Bei diesem Gerät ist es so, dass es im Normalfall eigentlich an einer 220 Volt Steckdose hängt und über so einen Transformator läuft. Dieses Gerät braucht im Prinzip keine 220 Volt, sondern es läuft ganz simpel auch mit 12 Volt. Dazu hat man dann, kann man also, und das möchte ich auch raten, von der Firma, von der ich dieses Gerät habe, habe ich auch hier diesen Adapter bekommen.
Das ist zum Beispiel auch für Lkw-Fahrer. Es gibt Lkw-Fahrer ja auch, die eben Schlafapnoe haben und die können dann auch für unterwegs ihr Gerät mitnehmen und können das im Lkw anschließen. Wobei man auch sagen muss, beim Lkw sind die Batterien immer größer und stärker, da ist es dann auch weniger Problem. So, ich kann dann hergehen und kann diesen Adapter hinten einstecken, stecke ihn hier ein und ihr seht, das Gerät läuft. So, das Tolle an der Sache ist, ich habe es also selber schon getestet, dass ich mit diesem wirklich kleinen Akku ich ca. 5 bis 6 Nächte schlafen kann. Also ich habe Strom für 5 bis 6 Nächte, ohne ein einziges Mal diesen Akku wieder aufzuladen. Und somit habe ich eine wunderbare Chance, dass ich wieder draußen in der Natur unterwegs sein kann und draußen schlafen kann. Ja, also ich kann das zum Beispiel im Auto mitnehmen. Die normale Autobatterie würde ich jetzt dafür nicht nehmen. Die Gefahr, dass ihr am nächsten Morgen das Auto nicht mehr starten könnt, wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu groß. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mehrere Tage irgendwo bleiben wollt, zelten wollt, dann fahrt ihr, sagen wir mal, mit dem Auto vielleicht dorthin, habt diesen Akku dabei, zur Not vielleicht sogar noch die Solarzelle, die ihr dann dort anschließen könnt und könnt, wenn das Wetter halbwegs gut ist, das Gerät sogar wieder auftanken. So, auf dieses Gerät selber, also auf diesen Akku selber, werde ich in einem anderen Video nochmal gesondert eingehen, da werde ich das nochmal genauer vorstellen. Ich wollte euch nur einmal zeigen, warum und weshalb ich überhaupt mir dieses Gerät hergetan habe. Ich kann es wirklich nur jedem raten, der an derselben Krankheit leidet wie ich. Denn was ist denn, wenn mal für ein, zwei Tage aus irgendwelchem Grund der Strom ausfällt bei euch zu Hause? Jetzt werden die meisten Leute sagen, ja, ich kann mich nicht erinnern, also es fällt ja nicht jeden Tag der Strom aus. Das stimmt schon. Aber es passiert doch immer wieder mal. Und in dem Fall ist es eine sehr hilfreiche Sache. So, dies war jetzt das erste Video von mir zu diesem Thema. Es werden weitere Videos in die Richtung folgen, denn ich habe ein Projekt vor, das eben mit diesem Akku und meinem Beatmungsgerät zu tun hat, das auch damit zu tun hat, dass ich den Leuten wieder Mut machen möchte und zeigen möchte, dass man auch trotz Schlafapnoe autark draußen in der Natur unterwegs sein kann. Und zwar auch, wenn man nicht mit dem Auto fährt, also zu Fuß. Ja, da habe ich mir was überlegt. Es hat längere Zeit gedauert, bis ich mir dieses Projekt ausgedacht habe, bis ich das ist gereift ist. Und dieses Projekt werde ich euch in meinem nächsten Video vorstellen. Und danke erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann würde ich mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann.